Erst klappt er meine Aufdrehspielzeuge und jetzt verschwindet er noch? Was soll das denn? Dann stell dich doch zumindest wie ein großer, starker Affe Donkey Kong. Aber wenn er selbst das nicht kann, dann müssen wir ja im Halt hinterherrennen. Er ist der Dieb und wir sind die Polizei, wir sind die Gerechtigkeit. Und ihr seid die Leute, zu denen ich jetzt herzlich willkommen zurück sage. Zurück zu Mario vs. Donkey Kong. Und wir haben jetzt ein Gimmick, was wir größtenteils aus Donkey Kong Jr. kennen. Und zwar kann Mario einzeln so nach oben, ist aber langsam, ist erst so runter, sliden gedacht. Wenn er schnell nach oben will, muss er beide Hände nutzen. Und ja, dann klettern wir so ein bisschen, boing, und haben den Schlüssel easy auch wieder erreicht. Warte mal ganz kurz. Ist da oben was? Nee, da ist nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht wäre da was. Nope, da ist nichts. Macht nichts. Weiter geht's. Und, er hat es auch schon gemerkt, ich habe es nämlich nicht gemerkt, ein Level besteht aus mehreren Szenarien. Oh, die sind böse. Die sehen aber auch aus Spielzeug aus. Sind die nicht sogar Spielzeug? Die sind gar nicht echt, ne? Ja! Achso, hier ist ein Seil. Habe ich nicht gesehen. Lol. Das reicht nicht, da brauche ich ein bisschen mehr Schwung. Aha, das war Bravour, Glanzleistung, eine 1+. Wenn Mario jetzt Lehrer wäre. Ja, da wird es nochmal erklärt, wie man schneller klettern kann. Das ist auch sehr wichtig hier. Aufpassen. Yippie! Und schnell den Mini-Mario retten. Yippie! Das hast du ganz toll gemacht, kleiner Mini-Mario. Guck, alle Geschenke. Ein goldener Stern, wie er schimmert und scheint. Wie als wäre aus dem Kirby-Game. Na gut. Ja, jede Welt hat 8 Level, wie es scheint. 6 normale, ein Minikurs und ein Donkey Kong Fight. Und wie ich bereits sagte, werden wir wahrscheinlich jede Folge eine Welt abschließen. Zumindest sieht es bisher so aus. Ich weiß, es ist noch Folge 2, aber dennoch sieht es bisher so aus. Aber wir werden schauen, vielleicht wird es ja später so schwer, dass es gar nicht möglich ist. Diese Rhinos kennen wir, glaube ich, auch irgendwo her, oder? Ich weiß nur gerade nicht, von wo wir die kennen. Aber bestimmt kennen wir die. Oh, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich erstmal nur dir das Geschenk holen. Ja, lohnt sich das One-Up? Wir können es ja mal holen. Wow, da hatte ich Glück, dass da ein Fass war. Hi, Kumpel. Na, ist nett von dir, dass du mich trägst. Okay, ciao. Frag mich, ob Mario gute Freunde mit Rambi gewesen wäre. Wisst schon, der eine tierische Begleiter von Donkey Kong. Die Antwort, nein. Nein, das wäre er wohl nicht. So, boing. Haben wir genug Höhe, um hier hochzukommen. Knapp. Schaut euch die Stacheln an. Dies finde ich lustig animiert. Ich frage mich, wer baut diesen Parcours für uns? Also alle Gegner waren ja bisher Aufziehroboter oder generell Roboter. Aber die sind echt... Was macht Mario mit diesen echten Dinosauriern? Ich glaube, da ist die größere Sorge in dem Spiel. Oh Gott, das wollte ich nicht. What? Okay, kein Problem. Warten einfach schnell. Komm schnell rüber. Perfekt. Kein Stress. Das ist ein sehr chilliges Spiel, muss ich sagen. Bisher. Bestimmt wird das Spiel noch in der zweiten Hälfte richtig herausfordernd. Ah, bisher ist es sehr chillig. Ich frage mich aber, ob sie den Vorgänger auch noch remaken. Wahrscheinlich nicht. Aber wäre trotzdem cool. So, den Roboter-Affen, den finde ich sehr cool. Vom Design her. Ja, genau, das können wir skippen. Weil, warum nicht? Ah doch, an den erinnere ich mich. Da können wir sie uns an seinem Schweif festhalten, als wäre es ein Seil. Auch sehr cool gemacht. Ist da unten was? Nee, da unten ist nur eine Falle. Da wollen wir auf keinen Fall lang. Jahu! Mario stimmt mir zu, aber sehr energisch. Na komm. Gewinn. Das war knapp. Das war zugegebenerweise echt knapp, aber kein Problem für den King. Mario der King. Muss aber auch schon sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass mein Multiplayer nicht Luigi spielt, sondern Toad. Genau, das kennen wir schon, das wissen wir schon. Keine Ahnung, warum es ein zweites Mal gesagt wird. Oh, der Vogel. Ja, an dem erinnere ich mich. Oh nein.
Der schmeißt immer seine Eier runter. Außerdem fliegt er sehr unberechenbar. Ah, da könnte man rüber, glaube ich. Aber das traue ich mich ehrlich gesagt nicht. Lassen wir es lieber. Wow! Sorry, da musste ich jetzt, glaube ich, abspringen. Ich hatte Angst, dass der mich jetzt sofort killt. Ja, der Vogel ist böse. Da soll man aufpassen. Immer seine Augen auf ihn legen. Auch wenn er es nicht will. Badam, badam, badam. Yippie! That's a pretty epic. Sagte Mario. Ich war das nicht. Mario fand's epic. Ja, apropos Vogel. In diesem Level geht's nur um den. Wie es scheint. Zumindest sagt das Bild. Here we go. Diese Holzleiter. Die bedeutet, egal welche Farbe, die ist immer da. Aha, verstehe. Okay, wir wollen erstmal Rot haben. Weil mit Rot können wir da hoch. Komm, schieß dein Eier. Nee, mach's nicht. Gut. Oh, ich verstehe schon. Mist. Sehr schlecht. Okay, jetzt. Runterfallen lassen. Auf Blau wechseln. Jetzt schnell. Nein. Schlechtes Timing. Aber ich glaube, ihr habt gesehen, was mein Ziel war. Oder was mein, bis gesagt, mein Plan war gerade. Versuchen es einfach erneut. Nur erstmal das Geschenk mitnehmen. Blablabladam. So, mach du mal. Okay. Blau. Jetzt rot, jetzt rot. Mist, 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 Mist. Nein. Ah. Oh, das war knapp. Ich kann den killen, den Vogel. Ach, wenn das so ist, hätte ich das doch früher machen sollen. So. So. Ja, jetzt schnell beeilen. Da ist er. Soll ruhig werfen. Kurz abwarten. Mitnehmen. Mitnehmen. Und wir haben's. Ich mag diesen Vogel nicht. Auch wenn er hier in dem Spiel süß aussieht. Nein, nein. Ich trau den nicht. Yippie! Kannst du noch so dich freuen, Mario? Dem können wir kein Stückchen trauen. Was will ich hier machen? Auf jeden Fall einen anderen Schalter betätigen. Blau zum Beispiel könnte hier besser sein. Oder vielleicht gelb? Ja, doch gelb. Jetzt ist hier alles frei rechts. Können wir zumindest hier schon mal ran. Den Dulli wegwerfen. Den brauchen wir nicht. Genau. Jetzt kommen wir da. Ah, nee. Da brauchen wir den roten Schalter für. Okay, lass mich kurz runter. Oh, hi. Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Oder machen wir es so? Ciao. Mare geht sorgfältig und liebevoll mit Tieren um, Freunde. Denkt nichts Falsches, denkt nichts anderes. Es ist tatsächlich so. Ihr habt es ja gerade gesehen. Das war gerade die Realität. Das ist sehr nett. Ein sehr netter Klempner ist er. Mann, und ich fahre hier mal runter. Das ist sehr nervig. Hoch da. Okay, erstmal blauen Schalter aktivieren, dann den gelben, dann den Mini-Mario einsammeln. Genau. Boing, boing, boing. Ganz simpel. Lass uns hier nicht stressen. Wir machen hier kein Zeitlimit. Es gibt ein Zeitlimit. Ja, 150 Sekunden. Also wenn du es dir nach 3 Minuten nicht geschafft hast, dann sorry, da kann ich auch nicht helfen. Aber du würdest wahrscheinlich vorher vom Dino sterben, wenn du den nicht vorher beseitigst. Man kann den beseitigen, hat rechts das Fass gesehen, aber das lohnt sich halt nicht, ne? Keine Ahnung, lohnt sich irgendwie nicht. Ich sehe gerade, wir bruisen und cruisen hier richtig durch. Vielleicht machen wir doch mehrere Welten in einem. Ich weiß es nicht. Erstmal ein paar One-Ups sammeln, denn ich möchte mich hier auch herausfordern. Die One-Ups Minigames hier, die sind ziemlich anspruchsvoll. Gefallen mir. Deshalb mache ich sie. Gerne. Auch wenn ich die One-Ups nicht brauche. So, one, very good. So. Runter. Lass dich einfach runterfallen. Geht nicht? Okay, egal. Jetzt! Das war schon? So viel zu herausfordernd. Der erste Mal war es schwerer. Na gut, nehmen wir mit. Juhu! Jaha! Yippie! Das würde Mario jetzt bestimmt sagen. Wir können theoretisch auch die Level in einer anderen Reihenfolge machen. Habt ihr gesehen, wir können einfach mit Level 6 anfangen. Aber warum? Wer macht das? Also, man kann es machen. Versteht ihr den Sinn nicht? Ja, Früchte! Okay. Ist komisch, wie das hier animiert ist in dem Spiel. Aber ihr habt gesehen, die Dinos. Ja, die mögen lieber Menschenfleisch als Obst.
sind so ein bockiges kleines Kind. Nee, ich will kein Gemüse, kein Obst, das ist eklig. Und dann sterben die einfach sofort. Wie man es kennt bei Kindern, dann sterben die direkt. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Oh, den wollte ich gar nicht mal killen. Aber ist okay, wir können einfach hier lang. Ja, ich sehe gerade, wir hätten sowieso nicht von rechts lang gekonnt, weil... Hände sind voll. Wir haben einen riesigen goldenen Schlüssel in unserer Hand. Also hätte sowieso nicht geklappt. Yippie! Oh, das ist schon das letzte Gebiet. Ich wollte gerade sagen, gibt es immer zwei oder drei Bereiche? Ich glaube, das ändert sich jedes Mal pro Level. Manchmal ist es zwei Bereiche, manchmal drei. Und das sind ja auch offensichtlich Roboter, ne? Oder? Können wir uns da einig sein, dass das Roboter sind? Ich meine, die sehen jetzt nicht aus wie echte Tiere. Und selbst wenn es echte Tiere wären. Ich weiß nicht. Sind das diese... Claptraps sind das nicht, oder? Auf jeden Fall sind das die gleichen Viecher, oder zumindest Roboter-Version von den Viechern, die man aus Donkey Kong Jr. kennt. Aber es hat ja eh niemanden interessiert. Warum auch? Blab, blab, blab. Hm. Ja, Donkey Kong. Tu mal lieber deinen Kopf nicht so weit rausstecken. Du liegst noch deine IP. Wir wissen jetzt, wo du bist und sind dir dicht auf den Fersen. Und auf den Hintern. Und Schweif. Yay. Lass ihn dir mal runter. Genau. Wow. Muss aufpassen. Ich darf nicht zu leichtfüßig werden. Hey, du da. Kannst du mir mal einen Weg da hinten bauen? Danke. Nett von dir. Jetzt muss ich aber kurz warten. Mach keinen Mario-Tanz. Okay. Genug getanzt. Wir haben noch ein paar Spielzeuge zu retten. Letzte von denen. Hier. Oder? Ich glaube schon. Vielleicht auch nicht. Ich spring mal rüber. Oh, wir brauchen den blauen Schalter dafür. Ja doch, hier sind beide Geschenke. Hier müsste irgendwo... Ja, da ist ein Mini-Mario. Perfekt. Nee, darf ich nicht hoch. Weil wir bräuchten... Oh, keine Ahnung, was wir bräuchten. Bräuchten wir einiges. Blauer Schalter, habe ich gesagt, oder? Ja, habe ich. Perfekt. Ich glaube jetzt der rote? Vermutlich. Aber aufpassen. Ein bisschen ducken. Meine Kappe hat schon angefangen zu brennen. Oh, das war zu knapp. Au, 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 au. Mama mia. So, schnell nach oben. Da ist es frei. Kommen wir da rüber? Kommen wir da wirklich nicht rüber? Das geht nicht? Verdammt. Aber ich glaube, mit dem gelben Schalter auch noch nicht. Oh, das Feuer, das brennt aus. Habt ihr das gerade gesehen? Das kann nicht durch diese bunten Blöcke durch. Da, hab ich's gerade gesehen. Gut zu wissen. Weil ich hätte erwartet, dass es einfach da durchgeht. Sehr gut zu wissen. So, Mini-Marios. Wieder 6 Stunden an der Zahl. Seid ihr bereit? Teamarbeit! Oder so. Okay. Was für ein Abenteuerkurs muss ich euch denn diesmal hindurchbringen? Die beiden Toads, der gelbe und der blaue, die kann man ja auch spielen in manchen Mario-Games. Let's go, little guys! Meine kleinen Freunde, wir sind auf einem Abenteuer. Das T und dann das O, aber das Oho dauert noch. Kommen wir erstmal alle ganz gechillt hier nach oben. Dann... Der gelbe Schalter, du, 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 du. Dann müssen wir wieder hier runter, runter springen. Dann rennt der wieder nach rechts, holt euch das um. Dann fehlt noch das Y. Y, Y, Y. Oh, ich hab mich zu schnell weg. Jetzt komme ich alle mit. Gut, das ist jetzt die Frage, wo ich lang gehe. Ich muss den roten Schalter aktivieren. Wie mache ich das? Ach, hier ist einer. Lol. Blind. Dann kommt mal alle mit. Und lasst den gelben Schalter liegen. Den brauchen wir jetzt nicht. Alle. Alle kommen mit. Ich brauche jeden. So, ihr müsst unten lang. Perfekt. Und jetzt
ab nach Hause, ihr geht jetzt schön schlafen. Wir alle ein weiteres Leben im Kampf gegen DK. Und nein, das ist nicht Cranky. Das ist sein Sohn oder sein Grandson. Eins von beiden. Entweder Sohn von Sohn oder Sohn. Auf jeden Fall ist es Donkey Kong. So heißt er jetzt. Und das gefällt ihm gar nicht, dass ich versuche, die Lore zu erklären. Okay, sorry. Oh, das ist interessant. Das hört sich an, als würde da dieser Duck Hunt lachen. Dieser Hund von Duck Hunt. Das hört sich voll so an. Geil. Und ist aber so schnell. Oh, Treffer! Da muss aber aufpassen. Jetzt rastet er richtig aus. Oh, noch ein Treffer. Perfekt. Ah, schade. Boah, der kommt nicht mehr her. Und die Dinger spawnen nicht mehr. Oh, oh. Okay, manche klettern nach oben. Sprich, die hauen dann einfach ab vom Bild. Bam! Ein Leben noch. Puh, das war knapp. Ich hätte treffen können. Na komm. Alter! Nein! Oh, das war ärgerlich. Hat's direkt eingeworfen, wo ich stand. Das war eher unfair. Das ist schon unfair. Komm schon. Get down! Perfekt. Waha! Ja, das Level hole ich kurz offscreen nach. Das müsst ihr nicht sehen. Aber darf ich den Goldenstein auch noch haben? Bis ich es nur irgendwie schafft, dass er mich nicht trifft. Ja. Oh, er bleibt aber nicht stehen. Vor allem, weil Mario sich erstmal selber abfeiert, weil er so krass ist. Er hat genug Zeit, um abzuhauen. Der Big Monkey. Der Flammgipfel. Direkt so eine Lava-Welt. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber alles für meine kleinen Aufdreh-Spielzeugroboter. Ich frage mich, ob es die wirklich so als Merchandise gibt. Das wäre cool. Okay, ich hole das kurz nach. Ja, du holst einen. Wunderbar. Okay, fangen wir doch sogar noch an in dieser Folge mit dem Flammengipfel. Denn sonst wäre die Folge ja zu kurz. Ich speedrun hier komplett durch. Das Shading ist cool. Ist alles viel rötlicher. Ja doch, das sieht cool aus. Das gefällt mir. Die Musik ist sehr atmosphärisch, könnte man sagen. Wow, wow! Knappes Ding. Da waren wir eigentlich hoch, Kumpel. Kann ich ducken? Ich kann mich nicht ducken, während ich da drauf bin. Okay, lesson learned. Weiter geht's. Komm, da hoch. Danke. Da spring ich einfach drüber. Ja, stimmt. Ich bin einfach hier drüber. Der schießt mich nach oben. Ja. Jetzt warten wir kurz einen Moment, bis der nächste hier kommt. Da schießt er sich auch jetzt nach oben, ne? Ja. Perfekt. Aha. Aus Fehlern sollte man lernen. Wihi! Mario approves. Okay, danke Mario. Mario, was jetzt? Warum sind da ganz viele Aufzieh-Ninjis? Aus Super Mario Bros. 2. Oh, ich springe aber sehr weit nach oben. Warte. Das war knapp. Aber es hat funktioniert. Ach, hier kann ich stehen. Okay, sehr gut. So, boing. Wow, ich wollte keinen zweiten Jump machen. Ich habe vergessen, dass das machen kann. Okay, erstmal hier lang. Jetzt. Nein. Wow, okay, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Oder? Ja, doch, den Zweier-Jump. Ja, den Zweier-Jump. Haha, yippie. Das hast du toll gemacht. So toll, dass gleich alle Zuschauer ein Like da lassen wollen. Siehst du, du bist langsam auch ein kleiner Influencer. Kleiner Mario. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Aber hiermit standen wir alle levelfrei. Oh. Okay. Der Vogel da, wie der aussieht. Der hat auf jeden Fall einen Style. Es ist auf jeden Fall ein Style. Wow! Da bin ich platter als eine Flunder. Der kam aus dem Nichts rausgeschossen.
wie aus der Pistole geschossen, sagt man doch. Aber da müssen wir hoch für den Schlüssel. Hier rüber, genau. Und dann haben wir es eigentlich, oder? Mit dem können wir einfach hochfahren. Uah! Was zum... Was? Was passiert? Was? Okay, das war gerade zu viel. Was ist gerade passiert? Okay. Erneutes Versuchen. Ich sag ja, ich vertraue den Vögeln nicht. Auch wenn er jetzt krasser aussieht und anders. Oh. Okay, da ist eine Wand, da kann ich nicht lang, verstehe. Ist aber auch interessant zu sehen, dass diese Steine immer automatisch... Oh nein. Nein. Das, was ich sagen wollte. Ich finde es interessant, dass diese Felsen da auch immer automatisch runterfallen. Und nicht erst dann, wenn ich daneben stehe. Das kann man so besser einplanen, schätze ich. Oder weniger einplanen? Werden wir sehen. Übrigens sehe ich nicht, wo hier die all ganzen Schalter sind, wo ich lang muss. Oder wo ich generell lang muss. Kannst du mal runterfallen? Danke. Danke. Zwar noch nicht nach einem Wonder gefragt, aber Nein sagen tue ich da nicht. Also zum Nein sagen sage ich Nein. Boing. Oh, ist auch schlecht, oder? Wow! Mama mia! What the hell happened? Okay, jetzt bloß nicht. Bloß nicht sterben. Da, da ist der kleine Mario. Yes! Yippie! Und ich würde mich auch so freuen. Bei einem Like und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In dem Flammengipfel Welt 3 und vielleicht dann sogar schon Welt 4. Mal sehen.